In vielen Kellern, in Privathäusern, in der Gastronomie gibt es das Problem von Ratten und von Mäusen. Joachim, was rätst du denn den Heimanwendern, um hier gegen Mäuse und Ratten vorzugehen? Wir haben da im Sortiment, man muss unterscheiden zwischen Mäuse- und Rattenbekämpfung, Produkte, die vorverpackt schon in einer durchsichtigen Box verkauft werden. Jetzt wird sich ja jeder denken, warum ist das schon fix und fertig drinnen? Es soll so sein, dass von Kindersicherheit und auch für Haustiere nicht erreichbar ist. Diese kleine Box, man glaubt es nicht, 9 bis 15 Quadratmeter Fläche deckt es ab, bis zu 50 Mäuse werden bekämpft. Ist dieser Lockstoff aufgefressen, nimmt man die Box, schmeißt sie weg und erneuert sie. Bei den Ratten schaut es ein bisschen anders aus. Der Gesetzgeber schreibt ja auch nicht nur bei Mäusen, sondern bei Ratten auch diese versperrbaren Boxen vor. In diese versperrbaren Boxen werden dann diese Wirkstoffe aufgefällt. Gibt es irgendwelche Tipps, wo ich die Fallen aufstellen soll? Wichtig ist die Positionierung, ob es für die Mäusen ist oder auch für die Ratten, ist immer nicht mitten in einen Raum zu positionieren, immer am Rand oder in Ecken, dort, wo sich die Maus und die Ratte eigentlich wohlfühlt und sicher fühlt. Dort wird der Wirkstoff aufgenommen und damit ist die Rattenbekämpfung oder Mäusebekämpfung gewährleistet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.quitzda-garten.at.